Cleos Bank, Hashtag Stay at Home, heute nicht auf die Tasse Kaffee, sondern auf die Moss oder ja, den halben Liter Bier. Warum? Weil hier sitzt sie, die frisch gekürte bayerische Bierkönigin Sarah Jäger. Herzlichen Glückwunsch und danke, dass du da bist bei mir in der Show. Grüß dich. Ja, hi, servus. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich freue mich richtig, weil normalerweise bin ich ja in all den Jahren, ich stelle mal das Bier weg, ist ja schon ein bisschen früh noch für ein Bier, bin ich eigentlich immer dabei gewesen bei der Wahl zur bayerischen Bierkönigin, aber wir wissen ja alle, warum das gerade ein bisschen anders ist. Du hast ja lange warten müssen, weil ihr wart ja letztes Jahr schon die Finalistinnen und dann ist leider abgesagt worden die Wahl und jetzt sind die Finalistinnen von 2021 zur Wahl gestanden und gestern Abend war es soweit. Und du wurdest gewählt. Wie ist das? Hat man da überhaupt nur Lust nach einem Jahr oder denkt man sich, wow, die Aufregung, wann ging das los, dass wir da so eine Aufregung kam bei dir? Ja, sagen wir mal, die ersten Monate, nachdem ja die Wahl letztes Jahr abgesagt gewesen ist, worden ist, war es jetzt ehrlich gesagt nicht so spektakulär. Also es waren ja auch keine Festeln aufgrund von Corona und so weiter und so fort. Aber die Aufregung, die ist dann tatsächlich so, sagen wir mal, im Februar dieses Jahres einfach gestartet, wo man dann sagt, man hat Vorbereitung. Also man kriegt die verschiedenen Termine, dann kriegt man die Medienschulung. Und ja, die letzten 6 Wochen ungefähr war dann einfach bloß noch Highlife. Also ich bin von einem Termin zum anderen gefahren. Und ja, habe einfach wahnsinnig viele neue Menschen schon kennengelernt und freue mich auf die Amtszeit. Also das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich weiß ja von den Vorgängerinnen, die haben ja immer ein Pensum abzuarbeiten in diesem Amtsjahr und haben viele Reisen. Jetzt in dieser besonderen Zeit, in der wir leben, hat man da trotzdem die Aussicht, dass das jetzt ein cooles Jahr wird? Ich meine, du hast ja auch den Bayerischen Brauerbund im Hintergrund, der Herr König, bei dem du auch gerade bist. Die sind ja alle ganz liebe Menschen. Ich kenne sie ja persönlich, durfte mit ihm ja schon kochen. Gibt es da jetzt schon irgendwie den nächsten Termin, wo du weißt? Ich meine, wir haben ja leider kein Oktoberfest, aber gibt es da was? Ja, es gibt auf jeden Fall schon ein paar Termine. Es sind jetzt natürlich nicht so viel wie bei meiner Vorgängerin, die eine Liste bekommen hat von Terminen, die sie in den nächsten Wochen abarbeiten muss. Aber es sind auf jeden Fall Termine da und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut, dass ich dich treffen darf, weil das ist die erste Gelegenheit seit langem, dass ich mich in der Dirndl schmeißen konnte, weil ich gedacht habe, wenn ich schon die bayerische Bierkönigin treffe, dann kommt mal wieder ein Dirndl aus dem Schrank und du hast ja auch ein wunderschönes Dirndl an. Ist das einer dieser Designer-Dirndl von der Lola Palfinger, glaube ich, oder? Nee, das ist für Speed and Wensky. Okay, ist wunderschön. Der Dirndl-Sponsor der bayerischen Bierkönigin. Schön. Und ja, das ist mein Wahlabend-Dirndl gewesen. Ah, okay. Ich finde das schön, weil ich mag auch die Farbe Grün sehr. Ja. Bist du auch so ein Grün-Fan, oder? Grün ist die Hoffnung, war das so? Ja, ich habe wirklich 3 oder 4 grüne Dirndl daheim. Also das hat es wirklich, wir haben es selber nicht ausgesucht. Wir haben das von der Elisa zugeschickt gekriegt. Also die hat wirklich eine perfekte Farbe für mich gefunden. Ja, sieht wunderschön aus und das schöne Bluse auch. Weil du gesagt hast, da muss ich jetzt schon ein bisschen, siehst mal bitte nach, du kommst ja aus der Oberpfalz und ich bin ja auch so eine Faschingsaktivistin und gucke natürlich immer den Frankenfasching und die Oberpfälzer, die werden ja da schon immer durch den Kakao gezogen. Wie ist denn das als Oberpfälzerin? Ist nicht da eher der Wein das Hauptgetränk? Wie kommt man da so zur Leidenschaft fürs Bier? Also in der Oberpfalz ist nicht das Wein, der Wein ist Hauptgetränk, nee. Also bei uns ist schon Bier, also bei uns wird Bier getrunken, ja. Okay. Also ich arbeite da in der Brauerei und deswegen habe ich halt mit dem Thema Bier sehr viel zu tun. Und es ist halt wirklich wahnsinnig interessantes Kulturgut und wir können definitiv stolz sein. Also wir können stolz sein auf unsere bayerischen Brauerinnen und Brauer, wie viele verschiedene Sorten, dass sie kreieren, wie viele Geschmäcker, wie viele Farben da rauskommen aus allein 4 Rohstoffen. Und das macht einfach das Thema für mich so interessant. Und deswegen freut es mich jetzt umso mehr natürlich, dass ich jetzt die bayerische Bierkönigin für ein Jahr bin. Also vielleicht habe ich das bloß verwechselt, weil immer die Franken da... Bei den Franken wird der Wein getrunken, nicht bei den Oberpfälzer. Also. Ja, aber die sind ja die Oberpfälzer immer so durch den Kakao ziehen. Aber du hast ja, genau.
Aber ich muss gestehen, ich habe auch beruflich bedingt durch die Jahre, wo ich eben dann auch verstärkt mit dem Bayerischen Brauerbund zu tun hatte und mit der Bierkönigin und mit Festen bei uns in Augsburg, immer mehr Lust auf Bier bekommen. Und ich muss sagen, schon die ein oder andere Bierprobe, die Verkostung miterleben dürfen. Es ist schon wirklich erstaunlich, was wir alles an unterschiedlichen Bieren haben. Und es ist ja nicht so leicht, bayerische Bierkönigin zu werden. Da muss man schon viel drauf haben. Du hast jetzt gesagt, du arbeitest in der Brauerei. Also bereitet man sich da auf so einen Abend vor? Hast du da im Vorfeld reihenweise Bier getrunken und nochmal genau reingeschmeckt und gerochen, dass du auch wusstest, ist es obergärig, untergärig, was es ja da alles für Fragen gibt? Ja, also es ist tatsächlich so, ich habe wirklich sehr viel gelernt. Ich habe aber auch sehr viele Brauereien einfach in der Zeit vom Online-Voting besucht, wo man praktisch jeder Braumeister oder auch viele Brauer einfach bloß, die haben mir viel erzählt und haben mir da wirklich, habe ich wahnsinnig viel lernen dürfen. Und natürlich habe ich Biere daheim verkostet, weil es ging ja jetzt nicht nur um den Maibock, den ich jetzt gestern verkostet habe, sondern es ist ja so ein breites Spektrum an verschiedenen Biersorten, die Bierkönigin natürlich alle kennen muss. Aber Maibock ist schon heftig, oder? So Maibock-Bier. Der Maibock, der war so süffig, so lecker und meiner Meinung nach zum Monat Mai oder sagen wir mal zum Frühling ein perfektes Bier. Dann war der ja fast schon richtig gut zu Omen, weil es kriegt ja jede von den 7 Finalistinnen, sind es ja? Ja, 6 waren es. Eine 6. hat aus persönlichen Gründen praktisch ja ihre Kandidatur ja. zurückgezogen. Aber jede hat praktisch ein Bier zugeschickt gekriegt und ein Glas und hat es dann verkosten dürfen. Okay, und bei dir war es der Maibock, ist ja klasse. Genau. Passt ja perfekt zu dem Monat. Ja. Und jetzt bist du Bayerische Bierkönigin 2021, 2022. Genau. Wie ist das? Wann bist du so zum Bier gekommen? Über deine Arbeit in der Brauerei? Und was machst du da? Oder wann ging das bei dir los? Schon von Jugend an? Also das Thema Bier, das beschäftigt mich halt, also wirklich schon lange. Also ich bin eine Fußballerin und was gibt es Schönes, wenn man am Fußballplatz ist oder nach dem Spiel oder nach dem Training einfach zusammensitzt und eine kühle Halbe trinkt. Also das ist wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl, so ein Lebensgefühl. Und das ist halt praktisch, durch das bin ich eigentlich zum Bier gekommen. Und jetzt habe ich es halt so, dass ich ja meine Leidenschaft, das Bier, zu meiner Arbeit gemacht habe. Also ich arbeite halt in der Brauerei, habe jeden Tag mit unserem bayerischen Kulturgut zu tun. Und das ist so spannend. Also man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen. Das ist wirklich, also das Thema Bier ist so komplex und so interessant und so spannend. Wenn man sich da mal ein bisschen damit beschäftigt, dann kann man da wahnsinnig viel lernen. Ich finde, das ist eine tolle Kombination, dass du Fußballerin bist. Ich habe ja meine Leidenschaft zum Fußball auch ein bisschen später entdeckt und bin jetzt echt eine leidenschaftliche Fußballschauerin. Ich favorisiere ja den FC Augsburg. Juhu, wir sind in der Liga geblieben. Morgen gibt es jetzt noch das Spiel gegen den Meister, gegen FC Bayern München, aber wir sind safe. Wie ist es denn? Was ist so dein favorisierter Verein? Darf man das überhaupt sagen als bayerische Bierkönigin? Und wo spielst du selber und vor allen Dingen in welcher Position? Ja, also ich habe tatsächlich keinen favorisierten Verein. Also ich schaue mir viele Fußballspiele an, aber ich bin jetzt nicht irgendwie ein Fan von nur einer Mannschaft. Was war jetzt die zweite Frage? Jetzt wo du selber spielst. Gott, ich stelle immer so viele Fragen. Ja, genau, das war nicht so viel. Entschuldigung. Ich spiele bei der Eintracht Schwanau Fußball und zwar eigentlich schon seit ich wirklich 5 Jahre alt bin. Also ich bin wirklich am Fußballplatz aufgewachsen und ich bin auch in der Vorstandschaft ehrenamtlich aktiv. Und ich bin tatsächlich in der Abwehr. Also ich habe es in meinem Wahlkampf immer so gesagt, normalerweise bin ich die, wo in der Abwehr hinten aufräumt, aber im Moment war ich halt die Stürmerin, die halt praktisch versucht hat, das Tor zu schießen, das wichtige, das entscheidende Tor. Und ja, aber normalerweise bin ich Abwehrspielerin. Naja, der ein oder andere Abwehrspieler hat ja auch schon ein Tor geschossen. Also. Ja, das stimmt, den machen halt dann ein bisschen weiter laufen, gell? Genau, und dann hat man, weiß man, was man getan hat. Ja, ich finde das sensationell. Vor allen Dingen denke ich immer, schön, wenn jetzt die bayerische Bierkönigin irgendwo aufschlägt. Vielleicht auch, Fußball ist ja wirklich so ein Breitensport, den so viele favorisieren und mitfiebern. Ist das ja toll, jetzt haben wir ja bald Europameisterschaft. Wer weiß, ob es da nicht die ein oder andere Aufgabe und den ein oder anderen Termin für dich gibt. Weil es soll ja auch in München stattfinden. Ja, da haben wir ja auch Termine. Ja,
Da hat mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut. Ja, und da wärst du die perfekte Vertreterin, bist du ja sowieso. Also ich kann nur sagen, ich bin begeistert von dir. Ich kenne dich ja jetzt erst seit jetzt. Farbe Grün magst du, du spielst Fußball und vertrittst unser bayerisches Bier jetzt für ein Jahr. Ja, gibt es nur irgendwas, was du sagen möchtest, zu dir vielleicht oder was dir wichtig ist, auch was unser Kulturgut Bier anbelangt, wo du sagst, das ist mir was, was ich einfach den Menschen mitgeben will in diesem Jahr, warum sie Bier trinken sollen und warum unser Bier so was Besonderes ist in Bayern. Ja, ich will halt einfach auch für einen maßvollen Biergenuss werben. Also, dass dieses Thema Bier wirklich ein Genussmittel ist und nicht ein Bier, das ich mir betrink, sondern ein Bier ist wirklich so vielfältig und es hat so viele verschiedene Geschmacksrichtungen, dass da wirklich für jeden was dabei ist. Also, das kann man keiner erzählen, dass es keine Biersorte gibt, die wo einem schmeckt. Es gibt definitiv eine. Und das ist einfach, das will ich die Leute umbringen und das gilt es für mich, an die Leute praktisch weiterzugeben. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee und eine gute Aufgabe. Ich kann das nur bestätigen. Bier ist wirklich ein Genussmittel. Ich durfte ja das ein oder andere Mal schon kochen mit dem Bayerischen Brauerbund und da gab es ganz, ganz tolle Gerichte mit Bier und Bier dazu. Ja, man kann ja so wie mit dem Wein auch immer das Genau. richtige Bier zum jeweiligen Gericht dann auch verkosten. Abschließende Frage, dann entlasse ich dich, weil ich kann mir vorstellen, das ist heute schon ein sehr anstrengender Tag für dich, dass du vielen Leuten Rede und Antwort stehen musst, aber es wird weiter so gehen, das verspreche ich dir. Was ist denn dein Lieblingsbier? Du hast gerade gesagt, du hast eine kühle Helle nach dem Fußballspiel, aber gibt es irgendein Lieblingsbier? Tatsächlich gibt es kein Lieblingsbier. Also es kommt immer auf die Tageszeit drauf an. Also in der Früh trinkt man lieber vielleicht einmal ein Weizen zu die Weißwürst. Mittag trinkt man vielleicht ein Hölz. Also das sind wirklich, das kommt einfach auf die Tageszeiten drauf an und es kommt auch einfach aufs Essen drauf an. Weil diese Food Pairings, das ist wahnsinnig interessant, zu welchem Essen kombiniere ich welches Bier? Also es ist total spannend, das Thema. Ja, da kann ich dir nur recht geben und da kann man wirklich tolle Abende und tolle Gerichte erleben mit super, super Bier. Ja, vielen Dank. Nochmal herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir jetzt ein ganz, ganz tolles Jahr in deiner Amtszeit und vor allen Dingen, dass ganz, ganz viele Termine jetzt, wie wenn ich jetzt schon Bier getrunken hätte, gell? So lalle ich hier rum. Nee, Gottes Willen, dass du viele, viele schöne Termine auch live erleben darfst. Und weniger online, ja, sondern Ja. wirklich live die Menschen treffen darfst und mit deiner tollen Ausstrahlung hier auch für unser bayerisches Bier werben darfst. Vielen Dank. Ich sag danke.